Gleich wird die Kacke richtig am Dampfen sein, wenn wir das haben, glaube ich. Hier drüben ist nix, okay. Ach, hier ist noch ein Räumchen nebenan. Haha, da werden wir wieder noch ein bisschen Dechiffrierarbeit leisten müssen im Kopfe von Shepard. Und wieder ein Video sehen, nehme ich an, oder? Noch ein bisschen mehr aus der Proteanezeit. Oh ja. Das Reich in Flammen. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordstadt kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Haben Sie das auch verstanden? Ja. Na klar doch. Oh. Hängt das Spiel? Tatsächlich. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Sehr gut. Das Spiel ist mir zwar abgestürzt, aber es hat wirklich direkt an der Stelle auch einen Autospeicherpunkt gemacht. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt überhaupt keine Zeit eingebüßt. Weiter geht's, aber wir hören schon. Jetzt geht's los. Rein in das Getümmel. So. Den können wir gleich mal vielleicht auch nicht so hauen. Naja. Hat er sich drunter durchgeduckt, die Sau. Oh, hier, Kampftechniker, ernsthaft? Nix da, mein Freund. So, das Ding zerstöre ich auch gleich mal mit dem Fausthieb. Gut, haben wir noch jemanden, der hier an der Party teilnehmen will? Nein? Das ist aber schade. So, aber wir können uns natürlich denken, jetzt, da wir alles haben, um den Proteaner zu erwecken, wird es ein bisschen unschöner hier, ein bisschen unfeiner. Cerberus wird jetzt alles reinwerfen, was sie haben. Unter anderem hässliche Geschütze. Oh, 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 oh. Lass mal kurz so machen. Das Gute ist, wir heilen uns ja dabei. Wenn wir den Sturmangriff machen. Deswegen sind wir da immer relativ auf der sicheren Seite, wenn wir so reingehen. Wir müssen natürlich schnell genug wieder angreifen können. Das ist natürlich die andere Sache. Schweinehunde. Ohohoho. Okay. Wenn man natürlich mitten im Geschütz steht, dann funktioniert es nicht. Das gebe ich zu. Aber ich gehe gern so rein. Das macht wirklich Spaß. Also. Ja. Ah, nochmal von der Stelle aus. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Also ja, unschön. Na gut. Was soll's? Oh, einmal ins Leere gehauen. So, noch bevor der Kampftechniker hier irgendwas aufzustellen beginnt, wollen wir den gleich mal wegchecken. Ich will keine Geschütze hier sehen. So. Okay. Das war dann wahrscheinlich James, der gerade ein bisschen Blutrausch gespielt hat. Ich weiß es nicht. Gut, dann gehen wir diesmal vielleicht doch ein kleines bisschen vorsichtiger vor und stürmen nicht gleich dort rein, wo das Geschütz und die ganzen Massen von Leuten stehen. So, bei dem Geschütz geht das noch. Schön, wie er drüber haut, Shepard. Das bringt's total.
Was? Was war denn das gerade? Das war bizarr. Naja, was soll's. Lass mal weitergehen. Und diesmal nicht gleich reinstürmen. Das war das Problem. Es sind zwei Geschütze. Geh mal weiter. Ja, genau. Geh mal hier vor. Nein, 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 nein. Einmal in Deckung. Das war jetzt total schlau. Ah, Liara, ich könnte dich gerade gebrauchen. Magst du ziehen? Warpen, was auch immer. Singularität ist vielleicht besser, oder? Ich glaube schon. So, das Gute ist natürlich auch, sie wenden den anderen jetzt natürlich den Rücken zu, während sie mich angreifen wollen. Deswegen sitzt das Blutbad jetzt schön, ne? So, ich bleibe aber mal weiter hier in Deckung. Vielleicht kann einer der beiden ja mal ein bisschen aufräumen. Das wäre schön zumindest. Ach komm, mach mal auch mit hier. So, und geh wieder hier. Ah! Du bist auch noch hier. So. Gibt's gleich mal ein bisschen aufs Maul. So, und schnell wieder. Nein, auf die andere Seite. Oh Gott. Diese Geschütze, ich hasse sie wie die Pest. So, Sturmschütze, den hole ich mir gleich. Die Singularität, Warp, Singularität, komm. Genau, so stelle ich mir das auch vor. Einmal ins Gesicht geschossen. Der Sturmschütze, na, warte mal, ich schieße erstmal ganz kurz hier auf die Geschütze. Ho, 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 ho. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt gerade. Okay, das war ein bisschen sinnlos, weil die Dinger festgemacht sind am Boden. Und ich brauche auch nicht mit der MP auf die Geschütze zu schießen, wenn sie bloß noch eine Panzerung haben. Das ist auch sinnlos. Und drauf auf die Sau. So. Gleich nochmal. Ho, 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 ho. Scheiße. Diese Geschütze, die machen mich wahnsinnig, diese Dinger. Aber ich habe halt als Frontkämpfer habe ich halt auch nicht so wirklich was, um die auszuschalten. Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Also nochmal. Mensch, das läuft ja nicht so gut hier gerade. Ich muss mich halt erst wieder ein bisschen reinfinden. Man hat halt wirklich mit jeder Klasse, das finde ich eigentlich gut, muss ich sagen, hat man so seine Vor- und Nachteile. Und wenn es hier gegen solche geht und gerade auch wenn es gegen Massen geht von denen, dann hat man wirklich keine Probleme. Aber wenn dann solche Sachen wie die Geschütze dazukommen, dann wird es halt unge... Wo ist denn der? Hallo? Die kleine Sau. Dann wird es halt ungemütlich, ne? Schon wieder. Wo, 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 wo? Da. Platsch. So. Wir können natürlich auch mal einen anderen Weg probieren. Das wäre auch nicht... Kampftechniker, weg mit dir. So, direkt drauf auf das Ding. So, weg damit. So, wir können natürlich auch mal einen anderen Weg probieren. Vielleicht haben wir dann ein bisschen einen Vorteil, wenn wir hier ein bisschen erhöht kommen. Wäre auch eine Idee. Probieren wir das Ganze mal. So, umrunden wir die Freunde und dann probieren wir es von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich jetzt einen Vorteil bringt. Aber wir können es ja mal probieren. So, den da drüben würde ich jetzt direkt mal gern... So habe ich mir das doch vorgestellt. Das war doch schön. Oh Gott, lass mich mal kurz hier. Nein, lass mich mal gehen. Oh Gott. Ah, ich gehe mal wieder weg. Aber irgendwie sind jetzt nicht so viele Geschütze wie vorhin hier. Kann das sein? So, jetzt muss ich beim Schießen nur noch treffen. Das hilft dann natürlich auch. Das funktioniert das? Naja, nicht so richtig. Nochmal eine Singularität. Und dann hole ich mir gleich den Typen aus der Luft. Genau. Hat er sein Schild noch wieder hochgekriegt? Schweinesack. Gegen Schildtypen hat man übrigens auch Probleme als Frontkämpfer. Es sei denn, man holt sich dann selbst solche Fertigkeiten wie Ziehen.
So, haben wir jetzt endlich mal die Ecke geschafft. Das ist schön. Denn diesmal waren nicht zwei Geschütze an einer Stelle. Das ist halt schon wirklich gemein, ne? Wenn man gegen zwei Geschütze gleichzeitig kämpfen muss, dann kommt man in Probleme. So, wie müssen wir denn hier eigentlich... Ach, da drüben. Da drüben müssen wir lang. Okay. Na gut, einmal die Leiter hoch. Bei Leitern habe ich übrigens auch immer so ein... Ja, habe ich kein gutes Gefühl, wenn ich die hochgehe, weil ich noch weiß, als ich Mass Effect 3 zum ersten Mal gespielt habe, gab es eine Stelle, an der ich mit Leitern immer hängen geblieben bin. Das war nicht gut, das war nicht schön. Mal schauen, ob mir das hier auch wieder passieren wird, ich weiß es nicht. So, dann lass mal runtergehen. Und ich glaube, hier wird jetzt gleich nochmal ungemütlich. Bitte gib mir eine Autospeicherung, es wäre sehr schön, wenn wir hier einen Speicherpunkt hätten. Aber ich glaube, den gibt's nochmal. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Mhm. Auf die Kapselübertragung warten. Commander, wir müssen diese Stellung halten. Oh ja, jetzt geht's los. Direkt den Kampftechniker erwischt. Das ist schön. So. Nein, das war der falsche. Lass mal hier, lass mal den da nehmen. Okay, der ist schon hinüber. Da kommen sie! Gut, Liara, ich könnte dich gebrauchen. Du darfst ja den mal vornehmen, ich nehme mir den. Noch bevor er runterkommt. Das ist die beste Begrüßung, die man ihm geben kann. So. Und James, schieß ihm nochmal in den Rücken, bitte. Ja, der war schön. Den fand ich gut. Na, magst du nicht runterkommen? Zack! Okay. Die erste Welle ist durch. Das war bislang auch noch nicht so das Problem. Es wird aber noch ein bisschen ungemütlicher, das gebe ich zu. Ich wechsle, glaube ich, mal auf das Sturmgewehr. Ach, komm. Hat er ihn so weit weggeschleudert, dass er ihn nicht mehr hauen konnte danach. Und drauf. So. Du auch noch weg. So, das war es auch für diese Gruppe. Kommt da noch einer? Nee, ne? Gut. Wir gehen trotzdem mal wieder zurück und ein bisschen in Deckung. Denn... Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Ja, das ist schön. Ich wünschte, meine Treuer wäre hier. Ich könnte einen Eisbeutel vertragen. Also schön, dass wir kurz Luft holen können, denn es wird nochmal ungemütlich jetzt gleich. Hat die Stase-Modus beendet? Wir haben es fast geschafft! Schauen wir mal nach. Gibt es irgendwas, was ich machen muss? Wenn die Munition knapp wird, im Gebäude nebenan befindet sich ein Nachschublager von Cerberus. Nö, das geht schon. Ich kann die Feinde schon mit einer Singularität blockieren. Mit Munition haben wir, glaube ich, keine Probleme. Dadurch, dass ich so viel mit dem Frontangriff mache. Und per Nahkampf. Was? Schwerer Mech, ach, du Schande. Lass mal hier gleich mit Granaten drauf gehen. Was habe ich denn eigentlich, was ich ihm entgegenwerfen könnte? Brandmunition, ja gut. Blutbad bringt mir nichts, solange er seine Schilde hat. Okay, dann müssen wir vielleicht doch mal wieder auf die MP wechseln. So, gleich mal hier ein bisschen... Oh, wo ist denn... Haben wir nicht noch mehr Gegner hier? Doch. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, direkt in Front des Max hier das zu machen. Oh Gott. Hallo Mac. Na, alles klar? Ich falle ihm einfach mal in den Rücken. Er scheint sich ja nicht so sehr für mich zu interessieren. So, dann machen wir das einfach mal so. Und jetzt ein Blutbad rein. Genau, das ist doch schön. Du auch nochmal mit einem Blutbad. Und mit einer Granate hinterher. Ich glaube, ich nehme auch mal die Brandmunition gerade. Ja, das läuft doch. So, erledigt. Man sollte nicht daneben stehen. Oh, 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 was? Wo, 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 wo? Fuck, ich habe keinen Gegner gesehen. Ich wusste nicht, wo ich mich... Das ist natürlich mies, ne? Wenn du die Gegner nicht siehst, du weißt nicht, wo du dich verstecken kannst, beziehungsweise... Schwerer Mac, er darf nicht nah rankommen! Ich müsste mich ja eigentlich nicht mal Was? Oh, komm schon. Könntest du mal... Shepard, mach doch mal bitte was. Dankeschön. Gut, dass du irgendwann dann doch mal mitgemacht hast. Ja, nee, wenn du nicht weißt, von wo die Gegner kommen, weißt du ja auch nicht, wo du Deckung suchen musst. Ach, ich habe noch das Sturmgewehr in der Hand. Ich will natürlich mit der MP arbeiten.
Oh, kann ich hier durch? Nee, ich kann... Warum kann ich denn da nicht durch? Wer hat sich denn das ausgedacht? Geh mal hier rüber zu dem Sturmschützen. So, mein Freund. Lass uns das mal wie Männer mit Fäusten klären. Oh, das war's für James. Das ist nicht so schön. Ich würde sagen, wir benutzen mal kurz die erste Hilfe. Und dann rücken wir dem Freund mal zu Leibe. So, komm, ein bisschen mit der Brandmuni. Und James kann natürlich auch sein Blutbad benutzen. Oh, shit. Dann machen wir das halt im Nahkampf. Warum nicht? Geht. So. Schön. Diesmal sehen wir auch, wo der Gegner ist. Die kommen von hier, die Schweinehunde. Aus dem Haus raus. Deshalb habe ich die nicht gesehen. Das ist ja unfair. Das ist Cheating. Deckung benutzen. Also wirklich. Wer macht denn sowas? Komm her. So, jetzt haben wir, glaube ich, das Schlimmste überstanden, dadurch, dass der Mac weg ist. Ich glaube, noch ein zweiter wird nicht kommen davon. Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Genau. Damit haben wir diese Mission geschafft und jetzt können wir unseren Preis in Empfang nehmen. Einen Proteaner, einen lebendigen Proteaner. Ist das nicht cool? Sie haben es geschafft. Göttin. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Nach 50.000 Jahren Schlaf. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... Ein paar Minuten! Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Übrig ist. Ein paar hundert Leute. Wie soll ich daraus ein Reich wieder aufbauen? Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Der einzige Überlebende. Ich werde mehr sein als das. Oh ja. Wie viele andere? Nur sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich also gelesen, während ich Zeuge war? Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ihr Volk hat alles getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari,
Mensch. Ich bin von Primitiven umgeben. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns? Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Und damit haben wir ein neues Teammitglied.